Hallo, heute möchte ich euch mal eine Funktion in den Samsung Multifunktionsgeräten vorstellen, die ihr mit Sicherheit noch nicht kennt. Die wird auch nicht offen gehandelt, sondern es gibt den einen oder anderen diskreten Hinweis im Internet. Es betrifft hier die CLX-Reihe und wenn wir hier auf das Thema Menü gehen, dann kriegen wir hier Kopierfunktionen, Kopier-Setup, System-Setup und Netzwerk und das sind unsere gesamten Menüeinträge. Jetzt gibt es allerdings die Möglichkeit, dieses Menü um geheime Funktionen zu erweitern. Das geht wie folgt. Wir drücken die Taste Menü, Taste Hash oder Gartenzaun, 1, 9, 3, 4 und drücken wieder Menü. Und hier sehen wir auf einmal einen Eintrag, der heißt Tech-Menü. Neben dem normalen User-Menü, was wir bisher schon kannten, gibt es im Tech-Menü jetzt die Möglichkeit eines Data-Setup. In diesem Data-Setup, wenn wir da mal weiter reingehen, kann man Levels Send und so weiter alles machen. Und es gibt einen Punkt, der heißt Clear All Memory. Und es gibt einen Punkt, der heißt Clear Counts. Wenn ihr diesen Clear Counts anwählt und das Passwort 1, 9, 3, 4 wählt und die OK-Taste drückt, dann können wir alle Counter löschen. Auch den Seitenzähler, zum Beispiel jetzt. Und wir können den Scan-Counter löschen und den ADF. Also wir können verschiedene Counter, die da hier drin sind, die Image Unit löschen. So können wir alle Werte, alle eingetragenen Werte für die Counter zurücksetzen, sodass wir praktisch mit einem Gerät arbeiten, was Counter auf einmal 0 hat. Aus diesem Menü kommen wir wieder zurück. Nehmen wir ganz normal Menü. Kartenzaun 1, 9, 3, 4, Menü wählen und wir haben wieder unser ganz normales Menü, was uns nur die normalen Einstellungen zulässt. Also seid sehr, sehr vorsichtig mit diesen Funktionen und wenn ihr den Drucker weiterverkauft, weist bitte darauf hin, dass ihr die Counter zurückgesetzt habt.